Und heute will ich euch mal wieder den Panzerkampfwagen B2 zeigen. Für mich einer der ja, absolut besten Premium-Panzer überhaupt im Spiel, weil er ist wirklich verdammt stark. Ich fahre den Premium-Only und man kommt trotzdem immer mit Plus raus. Und wenn man nicht unbedingt eine gegnerische Mathilde hat, die einem das Leben sehr schwer macht, hat man echt ein verdammt gutes Werkzeug mit dem an der Hand. Normalerweise würde ich mit dem urbanere Karten bevorzugen, aber auch hier sollte es doch hoffentlich funktionieren. Und dementsprechend schauen wir mal, was wir so mit dem B2 anstellen. Eben sehr schnelle Schussfrequenz. Wir fahren hier mal auf die Einsatzweihelinie und von da aus dann runter. Einzig, was mir hier so ein bisschen das Spiel verderben könnte, das sind drei Artis am Start und auch noch TDs. Normalerweise so gegnerische Medium-Panzer, schwere Panzer, das ist das, auf was er steht und Scouts natürlich auch. Aber so ein Hetzer in T40, die sind schon deutlich unangenehmer. Ich werde versuchen, das wäre der Schlüsselmoment, wenn ich hier unten hinkäme, oder ich, ja, je nachdem, auf jeden Fall hinter die Hügel. Und er ist zwar nicht der schnellste Panzer, aber er ist auch nicht wirklich langsam. Also 30 km/h, da kommt er drauf und da bleibt er dann auch schön. So, die beiden haben schon geschafft, da wo ich hin will. Den in der Mitte, den ignoriere ich jetzt mal, aber sowas von. Übrigens, irgendwas stimmt mit meinem Visier so gar nicht, wie ihr seht. Also, das muss ich nochmal einstellen. Aber in der Sniper-Ansicht, da geht es dann Gott sei Dank. So, zwei schnelle Hits. Er schießt sehr, sehr schnell. Das ist ein riesengroßen Plus. Ein riesengroßes Plus von dem Panzer. Jetzt erwarte ich auch bald dann die ersten Artis und die TDs hier hinten. Und ich würde mit dem Panzer wirklich immer versuchen, vorne erste Reihe mitzufahren und gar nicht erst zu snipen. Sondern er hat eine gute Panzerung, er hat eine schnelle Schussfrequenz, er hält was aus. Also von dem her nutzt es aus. So, jetzt ist die Frage, wo sind die Artis? So, die erste haut schon ab und ihr seht, es liegt 2 zu 8. Also obwohl wir hier zu dritt vorfahren, hat unser Team hier wirklich nicht gut verteidigen können. Dementsprechend wird es jetzt unglaublich schwer, da noch was zu reißen. Da sind jetzt die TDs offen. Ich werde jetzt über die Mitte versuchen, nach Hause zu kommen. Nein. So, der ist weg. Ich hoffe mal, den UE macht er, dann kümmere ich mich um die anderen da drüben. Sehr gut. Oh, da kommt doch einiges. Aber ihr seht, wird schwierig doch schlagen. Und ich kann hier gut austeilen. Naja, jetzt steht er besser als ich und jetzt kriegt er mich auch da gut rein.
Und jetzt muss ich aufpassen, weil von hinten droht ja auch Ungemach. Aha. Mein Panzer kann nicht mehr fahren. Ah, ich habe Hyping. Alles klar. Verstehe. Keine Ahnung warum, aber hatte. So, so leicht mache ich es dir bestimmt nicht. DB2 prallt von vorne ab. Ah, da hat mich natürlich der Type jetzt irgendwann mal weggemacht und damit ist die Runde auch schon beendet. Eine sehr, würde ich sagen, aufreibende Runde. Die hat wirklich schon mal für viel Oho gesorgt. Leider eine Niederlage, aber zweiter Klasse. Hab hier Großkaliber geholt und Nerven aus Stahl bewiesen. Und ihr seht auch trotzdem, es gibt immer noch Credits raus. Mit 1246 Schaden bin ich auf Platz 1 gelandet und habe 1255 abgewehrt. Also wirklich ein tolles Gerät. Wenn der kommt, holt ihn euch. Ich kann ihn nur empfehlen. Von dem her vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.